So, da sind wir nochmal mit der vierten Folge von Game Coding. Diesmal kümmern wir uns um das Feld, also das Spielfeld, das Grid. Und dafür erstellen wir uns erstmal nochmal eine Variable, die wir Grid nennen. Und in dieses Grid machen wir ein Array rein, das ist leer. In JavaScript kann man keine zweidimensionellen Arrays erstellen, deshalb, also das würde praktisch so aussehen. Und deshalb müssen wir es halt eben so machen, dass wir jedes Element von diesem Grid nehmen und da dann einfach nochmal ein Array reinschreiben. Das machen wir dann mit einer Vorschleife von i gleich 0 bis i, sagen wir jetzt mal 10. Also das geht dann von 0 bis 9, weil 0 zählt ja dann auch als Indexzahl und deshalb haben wir dann praktisch die Zahlen von 0 bis 19 insgesamt dann 10. So, und dann nehmen wir uns jedes Array von diesem, jedes Element von dem Grid von 0 bis 9 und schreiben da einfach nochmal ein Array rein. Und was das macht, ist, dass wir jetzt praktisch ein Array von 10 Elementen haben und da ist jedes Mal nochmal ein Array drin, das heißt, wir haben letztendlich ein zweidimensionales Array von 10 mal momentan noch bis unendlich, aber weil wir da noch nichts reingeschrieben haben. Und, damit wir jetzt unser Spielfeld auch in Felder bzw. Quadrate einteilen können, müssen wir natürlich schauen, dass die Anzahl der Quadrate in der horizontalen und in der vertikalen Richtung auch hinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt das Feld in 10 Felder in der Breite einteile, kommt das von der Höhe her nicht hin, weil nämlich durch die Skalierung, die wir hier oben gewählt haben, nämlich 4 zu 3, dann irgendein Komma-Wert rauskommt und dann wäre zum Beispiel das unterste Feld wäre dann abgeschnitten. Und deshalb nehmen wir uns jetzt am besten Vielfache von diesen Zahlen hier oben als Grid-Höhe und Grid-Breite. Die wählen wir jetzt mal Grid-Breite, kurz GW für Grid-Width und für die Höhe. Und da nehmen wir jetzt Vielfaches von diesen Zahlen. Also könnten wir jetzt zum Beispiel die Skalierung 8 zu 6 wählen. Oder 12 zu 9. Deshalb nehmen wir uns jetzt mal das da. Und hier, wo wir dieses 0 bis 10 gewählt haben, nehmen wir jetzt einfach mal die Grid-Breite. Und hier statt diesen eckigen Klammern nehmen wir New Array. Und dann in diese Klammern kommt die Länge des Arrays. Und dafür nehmen wir die Höhe. Das heißt, wir haben jetzt ein Array, das 8 breit ist. Und in jedem dieser 8 Elemente ist jeweils nochmal ein Array, das 6 Elemente groß ist. Und damit haben wir unser Feld eigentlich dann schon damit eingeteilt. So, was wir jetzt machen können, ist hier unten... Na Moment, wir gehen noch nicht zum Zeichnen, sondern wir müssen erstmal unsere Cube-Width hier berechnen. Die verschieben wir jetzt mal unter die Berechnung des Grids. Und zwar ist jetzt die Breite eines Feldes, ist ja dann die Canvas-Breite, jetzt nicht durch 10, sondern durch die Grid-Width. Damit haben wir das dann schon mal berechnet. Und jetzt können wir runter zum Zeichnen. Was wir hier nämlich jetzt machen, wir nehmen uns eine Vorschleife, genauer gesagt nehmen wir uns zwei Stück und hier laufen wir von x gleich 0 bis x die Gridbreite und das Ganze machen wir hier drin nochmal und zwar mit den y-Werten bis zur Grid-Höhe. Ups, jetzt habe ich gerade die JS geschlossen und was wir jetzt machen, wir greifen auf das Grid zu, Grid an der Stelle XY und da haben wir ja momentan noch nichts reingeschrieben, das heißt das Grid an der Stelle XY ist momentan noch leer. Falls wir später nämlich den Typ dieses Grids ermitteln wollen, können wir dann zum Beispiel darauf zugreifen, indem wir da dann eine Zahl oder einen String einspeichern. Nur momentan wollen wir jetzt mal nur die Koordinaten. Nämlich wir wollen, ich habe ja mal Grafiken vorbereitet, nehmen wir uns hier dieses Dirt 0. Das ist nämlich einfach eine Textur. Die binden wir hier oben mal kurz ein.
Dirt0 nennen wir die und so heißt auch die Datei, das Bild. Und jetzt wollen wir einfach jedes Feld mit dieser Textur füllen. Wie wir das machen, wir kommentieren das hier mal kurz noch aus. Wir nehmen uns hier unten dieses DrawImage, zeichnen da Dirt0 rein, so heißt das Bild. Dirt0 von der Stelle 00 bis zur Breite dieses Bildes, so wie wir es ja schon kennen. Und jetzt kommt die X- und Y-Koordinaten dran. Und dann nehmen wir uns dann praktisch hier diesen Index von diesen Schleifen, nehmen wir uns und multiplizieren den mit der Breite eines Würfels. Das heißt, wenn wir hier bei 00 sind, dann sind wir auch bei 00. Wenn wir bei 11 sind, dann sind wir eine Würfelbreite nach rechts und eine Würfelbreite nach unten. Und so machen wir das Ganze jetzt auch nochmal mit dem Y-Wert. So. Und hier zeichnen wir das Ganze eine Würfelbreite weit. Und jetzt gehen wir mal schauen. So sieht das schon aus. So wollten wir das auch haben. Und das heißt, wir können jetzt schon mal weitermachen mit den Gängen. Und wie wir das machen ist, wir gehen hier, wir nehmen uns mal diese Schleife hier, diese zwei Schleifen und kopieren die uns. Und gehen mal hier hin, wo das Grid berechnet wird. Und das heißt, wir laufen, nachdem das Grid berechnet wurde, laufen wir einmal nochmal komplett über dieses Grid drüber und schreiben in jedes einzelne Element, nämlich hier wieder mit XY, schreiben wir was rein. Und zwar schreiben wir da nicht irgendwie einen Wert rein, wie 1 oder 4, sondern wir schreiben da wieder mehrere Werte rein. Und wie wir das machen? Wir machen das genauso wie hier unten bei diesem Spieler, nämlich mit so geschweiften Klammern. Und wir schreiben da zuerst mal den Typ rein, nämlich Type. Und dann hier einfach mal Dirt. Und dann habe ich mir überlegt, dass man jedes Feld praktisch für jedes Feld dann noch abspeichert, in welche Richtung es geöffnet ist. Und deshalb schreiben wir hier mal Open. Und das mache ich in Form von einem String für und das mit 4 Zahlen. Das heißt, 0000 wäre in dem Fall zu. Und also komplett zu in alle Richtungen. Und wenn wir jetzt hier 1 hätten, dann würde das bedeuten, dass es dann in eine Richtung offen ist. Und wenn wir jetzt hier sagen, dass ich damit WASD nenne, also nach oben, nach links, nach unten und nach rechts. Wir drücken das Ganze mal noch mit Norden, Westen, ja, Süden war schon richtig, und Osten aus. Und das heißt, es wäre jetzt nach rechts geöffnet. Und wenn ich das jetzt mache, dann würde das bedeuten, da wir jetzt hier mit der Schleife das komplette Array laufen, dass eigentlich alle Felder nach rechts geöffnet werden sein müssten. Wir kommentieren das hier mal kurz noch aus. Und hier unten, wo wir das Ganze zeichnen, müssen wir jetzt hier mal kurz den Typ hier, da greifen wir auf dieses Element zu und nehmen uns davon den Type, weil wir den schreiben wir ja hier oben mit Type dieses Array rein. Und jetzt können wir hier noch Open uns auslesen, nämlich auch wieder, indem wir auf das, was wir hier oben reinschreiben, zugreifen. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir schauen, in welche Richtung das Ganze offen ist. Und dafür müssen wir uns dann halt eben diesen Open-Wert, den wir hier oben auslesen, anschauen. Und um jetzt rauszufinden, um welche Art Gang es sich handelt, schauen wir uns jetzt mal die Bilder an. Da haben wir einmal das leere Feld, dann das einmal geöffnete, das zweimal geöffnete, das dreimal geöffnete und das viermal geöffnete Feld. Und um jetzt zu schauen, wie viel geöffnet, also in welche Richtung das alles geöffnet ist, müssen wir uns halt eben jetzt mal die einzelnen Zahlen anschauen, und zwar auch als Zahlen und nicht als Text. Und wie wir das machen, wir nehmen uns erstmal, wir teilen dieses Open in die Zahlen ein, nehmen wir das mal Numbers, und das machen wir, indem wir diesen String nehmen, diesen
OpenString hier und splitten den. Und zwar müssen wir jetzt angeben, wie wir den splitten wollen. Zum Beispiel mit Komma, das würde bedeuten, dass wir jetzt einen String, wenn jetzt hier Kommas dazwischen wären, dann würde es diesen String einteilen in das, das, das und das. Aber wir haben da jetzt keine Kommas dazwischen, deshalb ist auch das Split-Zeichen, was wir haben, leer. Und was das jetzt macht, ist, wir haben jetzt da so dieses Array Numbers und in diesem Array Numbers stehen vier Zahlen drin. Beziehungsweise momentan nur vier Texte, nämlich die vier Zeichen, die wir in diesem OpenString gespeichert haben. Und jetzt müssen wir erstmal über dieses Numbers Array drüber gehen. Das mache ich nochmal von 0 bis 4 n plus plus. Und nehmen wir da praktisch die Zahl raus. Das heißt, so. Wir nehmen uns hier diese Zahl, die nehmen wir jetzt mal kurz num. Und wenn wir konvertieren jetzt praktisch diesen String, also dieser String, der besteht jetzt aus zum Beispiel 0, das ist der String. Und den multiplizieren wir jetzt einfach mit 1, damit wandeln wir das in eine Zahl um. Und was wir jetzt machen, wir addieren jetzt einfach alle Zahlen, die in dieser vierstelligen Nummer da drin stehen. Wie wir das machen, wir nehmen die Quersumme, die nennen wir jetzt mal quer, die ist am Anfang 0. Und addieren einfach dann jede Zahl dazu, die wir da drin haben. Quer ist plus gleich die Nummer, die wir hier auslesen. Und wenn wir jetzt können wir hier mal so eine if-Abfrage machen. Falls jetzt die Quersumme 4 ist, dann haben wir ein Feld, was in alle vier Richtungen geöffnet ist. Und dann können wir praktisch hier dort 4 reinzeichnen. Dort 4 haben wir hier oben natürlich noch nicht. Das müssen wir hier mal kurz nehmen. So. Und das wird jetzt heißen, dass jedes Feld, was in alle vier Richtungen offen ist, dieses Bild hier bekommt. Und wir können das eigentlich auch mal in eine Zeile schreiben. Und so können wir das jetzt eigentlich auch für die anderen machen. Nämlich für 3, 2 und 1. Und hier nehmen wir dann halt eben dort 3, 2 und 1. Und ändern das hier mal kurz nochmal, weil wegen der Richtigkeit. So. Und das Ganze kann natürlich auch in keiner Richtung geöffnet sein. In dem Fall nehmen wir dort 0. So. Und da wir jetzt hier oben ja dieses 0001 reinschreiben, dürfte jetzt eigentlich jedes Feld mit einem in eine Richtung geöffneten Feld Format sein. Und da haben wir einen Fehler in Zeile 77. 77. Dort 1 ist eine Definite. Natürlich, wir haben unsere Bilder hier noch nicht reingeladen. Nämlich, wir brauchen noch 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. So, und jetzt haben wir das alles gefüllt mit einem Feld, was nach oben geöffnet ist. Und das heißt, wir könnten jetzt hier oben eigentlich mal so ein bisschen was random reinfüllen. Das mache ich mal kurz. Ups. So. Jetzt haben wir hier so random. Wir können mal so ein paar Mal refreshen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Viererfeld, hier eins, was in zwei Richtungen geöffnet ist, hier eins, was in drei Richtungen geöffnet ist. Da sehe ich, da muss ich hier kurz nochmal den Texturübergang ein bisschen verbessern. Und ja, ich denke mal, das war's dann auch nochmal für diese Folge. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten um die Bewegung in diesem Grid, damit wir uns auch wirklich in diesen Gängen hier bewegen. Also sieht man sich das nächste Mal wieder. Ciao!